Wenn du deine Mahlzeiten zum richtigen Zeitpunkt einnimmst, dann hast du die Chance, den Tod um 4- bis 5-fach weniger zu begegnen. Das ist eine aktuelle Studie, die durchaus überraschend ist und die ich dir heute vorstellen möchte. Diese Studie ist im Kontext von dem chronischen Nierenversagen in Auftrag gegeben wird. Und das war so der erste Fokus. Chronisches Nierenversagen, da werden wir alle sagen, interessiert uns nicht, haben wir nicht. Für mich sehr überraschend, 10 bis 15% der Weltbevölkerung werden an einem chronischen Nierenversagen leiden. Das heißt, die Nieren geben ihre Funktion auf. Man hat sicherlich schon gehört, ne? Schlechte Nierenwerte. Das ist sozusagen der Weg dann, dass die Niere irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Gerade wenn die Menschen immer, immer länger leben und am Leben gehalten werden, ist es dann oft so, dass die Niere ihren Dienst einstellt und dass man dann Dialysepatient wird. Das heißt, diese Entgiftungsaufgabe der Niere wird dann von dem Gerät übernommen. Gut, also betrifft mindestens jeden Zehnten und die Anzahl der Mahlzeiten bzw. wann du die Mahlzeiten einnimmst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das wir in der Studie herausgefunden haben. Und das betrifft nicht nur die Dialysepatienten, für die hat das noch eine ganz andere Bedeutung. Auch da sage ich noch heute was dazu zum Fasten. Das ist nämlich auch gefährlich teilweise, und sondern auch für die gesamte Bevölkerung. Also, der Ernährung ist erstmal der wichtigste Faktor, wenn es um Nierenversagen geht und generell eine gesunde Niere. Erzähle ich euch sicherlich nichts Neues, gerade auf diesem Kanal, aber dass ihr das nochmal ganz wichtig sozusagen einmal im Ohr gehabt habt. Gerade Menschen, die vielleicht schon schlechte Nierenwerte haben, Ernährung ist wichtig. Und die gesündeste Ernährung ist eine kohlenhydratdominierte, vollwertige kohlenhydratdominierte Ernährung mit ausreichend Fetten und ausreichend Proteinen. Jegliche Form von Low Carb geht zu Lasten der Niere, geht zu Lasten deines gesamten Körpers, der Entzündungswerte langfristig. Da habe ich auch schon ein Buch damals geschrieben, auch generell viele Videos dazu gemacht. Also achtet auf eine kohlenhydratdominierende Ernährung und idealerweise mit vielen Ballaststoffen und vielleicht komplett pflanzlich oder zumindest auf dem Weg dahin. Wenn ihr tierische Ernährung zu euch nehmt, dann verzichtet bitte komplett auf Wurstprodukte, sondern dann bleibt wirklich bei Fisch und bei Fleisch. Und ja, Eier im Maßen, also im Durchschnitt maximal ein halbes Ei pro Tag und verzichtet möglichst auf Käse und Milchprodukte. Ja, also, was ist das Allerwichtigste ausgehend dieser Studie, wenn es darum geht, wann du isst? Und zwar drei Probleme, was das Essen angeht. auslassen von Frühstück, abendliches Essen und snacken direkt beim zu Bett gehen. Die drei Sachen sind die wichtigsten Ernährungsempfehlungen, wenn es darum geht, seine Niere nicht nachhaltig zu schaden. Das muss man wirklich betonen, denn man hat auch Gewohnheiten wie Trinken, wie Rauchen, wie man sich bewegt und Triglycerinwerte und ja, auch, was aufgeschrieben, was man isst. Das hat man alles bereinigt. Das heißt, egal ob du Raucher bist, ob du Alkoholiker bist, ob du nur Fleisch isst, ob du nur Low Carb isst, ob du dich nie bewegst oder Leistungssportler bist, diese Erkenntnis gilt für alle gleichermaßen. Es ist bereinigt worden. Und zwar nochmal: Niemals das Frühstück auslassen. Ich habe frühs keinen Hunger. Ich kenne die Argumentation. Das ist Gewohnheit. Der Körper braucht Energie, auch verfügbare Energie. Und dieses "Ich habe keinen Hunger zum Morgen" ist aus einer Gewohnheit entstanden. Der Körper hat ein ganz normales Bedürfnis, am Tag was zu leisten. Und dafür braucht er Energie. Und deswegen ist es wichtig, ein Frühstück zu nehmen. Das Frühstück solltest du nicht auslassen. Ihr kennt das, ne? Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Handwerker und abends essen wie ein Bettler. Deswegen, die Frühstück ist die wichtigste und die größte Mahlzeit des Tages im Idealfall. Das Mittagessen ist auch wichtig, normal. Und dann wichtig, abends so früh wie möglich die letzte Mahlzeit essen. Mindestens 4 bis 5 Stunden vor dem Schlafen gehen. Mindestens 4 bis 5 Stunden vor dem Schlafen gehen. Und kein Snacken mehr. Und das ernährungstechnisch die drei großen Gründe dafür, wenn es zu chronischen Nierenversagen kommt. Dass Leute chronische Frühstück auslassen, dass Leute viel zu
nah an der Bettgehenszeit essen und dass sie eben dann noch vielleicht sogar snacken vorm Bett gehen. Und das reicht bereits, wenn du es dreimal pro Woche machst, hat man herausgefunden. Also das komplett weglassen. Der nächste wichtige Punkt, was chronisches Nierenversagen angeht, ist, dass du mindestens zwei bis dreimal die Woche 30 Minuten, das ist wirklich nicht viel, irgendwie Sport machst. Also wirklich Sport machst. So ganz sanft spazieren gehen zählt nicht dazu, aber wenn du schon schneller Walking machst, dann reicht das schon zwei bis dreimal die Woche für 30 Minuten. Das bleibt aber, die anderen Sachen bleiben davon unberührt. Das heißt, egal ob du Sport oder nicht Sport machst, diese drei Dinge, auslassen vom Frühstück, innerhalb von 4 oder nicht 4 bis 5 Stunden vor dem zu Bett gehen was essen, beziehungsweise ja, du sollst 4 bis 5 Stunden vor dem zu Bett gehen das letzte essen. Das ist wichtig, also wenn du das kürzer vom zu Bett gehen machst und irgendwie naschen, egal ob das Kleinigkeiten sind, da geht es wirklich nur um Kleinigkeiten, also ein Stück Schokolade oder sowas, das komplett weglassen. Sonst zählst du zu den 10 bis 15%, die irgendwann Probleme mit ihrer Niere bekommen und dann eben in der Dialyse ja, festhängen und dann wird es auch nichts mehr mit der Niere. Und ganz wichtig bei der Dialyse ist, dass du, wenn du in der Dialyse bist, dass du keine Form von irgendwelchen Fasten machst. Es wurde auch in der Studie bestätigt, dass das dann zu noch mehr Problemen führt. Das heißt, wenn deine Niere schon geschädigt ist, aufhören in irgendeiner Weise Fastenexperimente zu machen. Fasten kann man machen als gesunder Mensch, das reaktiviert auch wieder gewisse Prozesse, aber wenn du bereits eine Niereneinschränkung hast oder wirklich schon chronisches Nierenversagen, lass das Fasten weg. Denn die Leber und die Niere, die sind gerade, wenn es um die Energiebereitstellung geht, im natürlichen Fasten, im Schlaf, durch die Gluconeogenese der Hauptenergielieferant. Und wenn du dann sozusagen, ja, wenn du bereits kaum, wenn die Niere noch gar nicht so, nicht mehr funktioniert, so wie sie funktionieren würde, dann geht das noch mehr auf die Leber und entsprechend ist es wichtig, dass die Energie irgendwo herkommt, sonst versiegt das alles. Also, ganz, ganz wichtig, wenn du mit den Nieren Probleme hast, dann pass auf, was irgendwelche Fastenkuren angeht, dass es gibt natürlich auch gegenteilige Meinungen. Ich präsentiere euch jetzt die aktuelle Studie, die aktuelle wissenschaftliche Meinung, die auch unten verlinkt ist. Verzichte auf Fasten. Und generell, wenn du noch gesund bist, verzichte niemals aufs Frühstück. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, die es überhaupt gibt. In meinem neuen Buch Essen lernen wahrscheinlich heißt das für Erwachsene. Das kommt bald raus. Ich mache da noch ein extra Video, weil ich nicht ganz sicher bin, was den Titel angeht. Dann, da stelle ich euch auch aus meiner Sicht das optimale Frühstück vor. Das ist ein Porridge, ein spezielles Porridge, was ich seit 2 Jahren esse. Teilweise monatelang nichts anderes esse. Das Rezept ist da auch da drin, aber auch jedes andere gesunde Frühstück tut es natürlich. Achtet darauf, dass ihr das Frühstück nicht auslasst, dass es eine große Mahlzeit ist. Und wenn ihr euch das noch nicht angewöhnt habt, gewöhnt euch das an. Verzichtet lieber dann vielleicht auf einen Kaffee oder irgendeinen Energiekick, der euch also geistig die Energie gibt, aber nicht wirklich die, ja. Generell beim Fasten noch den Hinweis, ich habe da nochmal jetzt reingeguckt, weil ich hatte jetzt für ein paar Menschen so das Trockenfasten nochmal, also ja, nee, also Trockenfasten aus wissenschaftlicher Sicht komplett, kompletter Unsinn. Einfach wieder so eine Form, die aus so ein bisschen aus der esoterischen Ecke kommt. Und ich weiß, viele glauben dran und ich kenne auch einige, die das praktizieren. Und das, aus wissenschaftlicher Sicht und auch aus menschlicher Sicht macht das für mich keinen Sinn. Und das ist nochmal explizit erwähnt. Und viel trinken, wenn du fastest. Also wenn du einen gesunden Körper hast, spricht nichts gegen Fasten, aber dann viel trinken. Genau, und lass jede Form von Snack nach deiner letzten Mahlzeit weg. Auch wenn es nur ein Stück Schokolade ist. Absolut Zero Tolerance. Und dann hast du lange Freude an deiner Niere und ja, hoffentlich ein langes und glückliches Leben. Das war die Information für heute. Kurz und knackig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Samu.